Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Tätigkeiten und Beschäftigungen und Aufgaben. Ich fürchte nämlich um dich. Ich fürchte um dich, dass du eingekeilt in deine Aufgaben keinen Ausweg mehr siehst und deine Stirn verhärtest. Ich fürchte um dich. Ich fürchte um dich, dass du dich nach und nach des Gespürs entledigst für Freude und Schmerz. Und so wäre es besser, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, bevor sie dich ziehen. Bevor sie dich dahin ziehen, wo du nicht landen willst, da, wo das Herz hart wird. Frage jetzt nicht, was damit gemeint sei, denn wenn du jetzt nicht erschrocken bist, dann ist dein Herz schon verhärtet. Liebe Schwestern und Brüder in Elmshorn, was glauben Sie wohl, von wem diese Sätze stammen? Inhaltlich könnten sie jedwedem Zeitmanagement-Seminar entnommen sein oder Manager-Coaching oder sowas ähnlichem, aber am Stil haben sie gemerkt, der Text muss älter sein. Wer bietet denn mal was an? Wer könnte das gesagt haben? Nein, 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 nein. Viel noch älter. Ne, jetzt, ja, normalerweise 2017 rufen die Leute dann Luther, ne, weil mit Luther macht man dies ja nichts falsch. Diese Sätze schrieb Bernhard von Clairvaux 1148 in einem Brief an den stressgeplagten Papst Eugen III. Was? Da gab es das Wort Stress doch noch gar nicht. Nein, kommt ja auch nicht drin vor. 865 Jahre früher war das Leben zwar kürzer, durchschnittliche Lebenserwartung 50, aber es war auch langsamer. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, so ein burgundischer Klosterchef wie der Bernhard von Clairvaux, der lebte von 1080 bis 1153, der hatte ja auch mehr Zeit. Nee, vieles auf der Welt ist ungerecht verteilt, Geld, Talente, Chancen. Eins ist ganz gerecht verteilt. Alle haben gleich viel Zeit. Nur Andreas Malessa hat immer noch die Nacht dazu, ne? Zu den 24 Stunden. Also, alle haben gleich viel Zeit und trotzdem haben wir heute, ein knappes Jahrtausend nach Bernhard von Clairvaux, das Gefühl, wir hätten weniger Zeit. Obwohl, oder vielleicht weil, wir ja lauter Beschleunigungsmaschinen haben, die uns helfen, Zeit zu sparen. Wie hat das meine ostpreußische Urgroßmutter geschafft? Mit 5 Kindern, einem Bauernhof und keinem Mann. Ohne Mikrowelle, ohne Waschmaschine, ohne Trockner, ohne Thermomix. Wir heute haben so viele Maschinen, die uns helfen, Zeit effektiv zu nutzen. Wobei ich ja inzwischen bezweifle, ob sie das wirklich tun. Aber das liegt an mir. Bis ich ein Betriebssystem begriffen habe, kommt Neues raus. Oder? Geht Ihnen das nicht auch so? Mit Microsoft arbeiten ist wie U-Boot fahren. Öffne ein Fenster und die Panik bricht aus. Ne? Papst Eugen III. Hatte auch noch kein Handy und kein Smartphone. Früher halfen junge Leute alten Menschen über die Straße. Heute helfen alten Menschen Jungen über die Straße, weil die ja immer gucken. Also, ja, gehen zwei Männer handy-telefonierend aufeinander zu in der Fußgängerzone, sagt der eine, du, ich muss Schluss machen, ich treff dich gerade. Ja, sie lachen. Frauen hätten einfach weiter telefoniert, oder? Also, Moment. Trotz tausenderlei unangeblich zeitsparender Maschinen haben wir heute das Gefühl, immer weniger Zeit zu haben und die verbleibende Zeit möglichst mit Aktivitäten füllen zu müssen. Und deshalb ist die Themenformulierung heute Morgen natürlich sarkastisch gemeint. Wer eher lebt, ist eher fertig. Wer schneller lebt, ist eher fertig. Ja. Mit den Nerven, mit der Gesundheit und was ich Ihnen wirklich nicht wünsche, mit der Ehe. Oder mit der physischen Existenz.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, der Notarzt in die Firma rennt. Vom Burnout-Kollaps aufgewacht bin ich dann erst bei Stille Nacht. Das wünschen wir uns nicht und doch ist eben die Adventszeit für viele genau das. Noch 14 Tage bis Heiligabend. Dabei ist Stress natürlich ein ambivalenter Begriff, wertwechselnd. Von lustvoller Arbeit können wir gar nicht genug kriegen. Es ist die unangenehme Arbeit, die ist nicht quantifizierbar. Da geht es nicht um Zeit, sondern ein 5-Minuten-Anruf morgen kann Ihnen heute den Schlaf kosten. Unangenehme Tätigkeiten, die uns Angst machen, qualvolle Arbeit, ärgerliche Pflichten. Und die hefeteigartig wachsende Branche der Work-Life-Balance-Consultant, der Management-Trainer und Coaches und Motivationslehrer beteuern alle, dass natürlich nur familienfreundliche Terminplanung in der Firma und ein geradezu Pfadfinder faszinierendes Motivieren der Mitarbeiter und überhaupt ein gutes Betriebsklima und Entspannung und Chillen und Seele baumeln lassen und sonst noch was den Umsatz steigern, die Produkte verbessern und unsere Wettbewerbsfähigkeit als Firma erhalten. Aber dass der Umsatz gesteigert werden muss, die Produkte verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden muss, das erste Gebot der freien Marktwirtschaft wird nicht mal dann in Frage gestellt, wenn 36% aller Führungskräfte über 50 in der deutschen Wirtschaft akut wegen Burnout, Depression, Angst, Lähmung, Herzinfarkt und Schlaganfall gefährdet sind, wie das Karlsruher Institut für Arbeitshygiene festgestellt hat. 36% aller Führungskräfte über 50. Du musst billiger werden, schneller werden, effektiver werden. Das ist die Peitsche, das ist das erste Gebot. Bernhard von Clairvaux, 1148, wusste nichts von ICE-Sprintern und er wusste auch nichts von Stuttgart-Berlin-Flügen im S-Bahn-Takt. Ich könnte alle 20 Minuten nach Berlin fliegen. Er wusste auch nichts davon, dass man sich aufregt, wenn 3 Minuten die U-Bahn Verspätung hat. Aber er wusste, ein Mensch, der eingekeilt ist in viele Tätigkeiten, der zieht nicht mehr, der wird gezogen, der lebt nicht mehr, der wird gelebt, der besitzt vielleicht eine Menge, aber er wirkt auch wie besessen. Kurz, es geht um die Frage, wer hat die Macht? Wer oder was bestimmt eigentlich in meinem Leben? Es ist eine Machtfrage. Und nun ist das Paradoxe, dass ebenso einfache wie geheimnisvolle seines seelsorglichen Rates an einen Papst, Bernhard sagt, die Macht über das eigene Leben gewinnt man nicht durch machtvolles Tun zurück. Männliche Lösung, ne? Da müssen wir mal was machen. Nee, sagt Bernhard, da müssen wir mal was lassen. Die Macht über dein, wenn ich das mal so sagen darf, eigenes Leben gewinnst du durch machtvolles Lassen zurück. Aha, ja, an dieser Stelle könnte ich Ihnen natürlich jetzt aus dem reichhaltigen Bouquet meiner Lebenserfahrungen je ein praktisches Blümlein überreichen, ne, und könnte also, ne, dann können Sie morgen sagen in der Firma, doch, der hat auch ganz praktisch was gesagt. Also machen Sie nach den Tagesthemen die Glotze aus und gehen Sie rechtzeitig zu Bett. Ne? Also wenn Studenten um 12:30 aufstehen mittags und sagen, der gesündeste Schlaf ist vor 12, das war nicht gemeint. Ne? Hier ist das Mittagsmagazin, guten Morgen, liebe Studenten. Also nein, nach den Tagesthemen vor Mitternacht ins Bett gehen. Ich könnte Ihnen raten, legen Sie sich alles griffbereit morgens zurecht, damit keine Panik entsteht. Wenn Sie eine Familie haben oder wie ich 20 Jahre lang 2 Töchter und eine berufstätige Frau bis 7 Uhr stadtfein prügeln mussten, ne, dann muss man das wie Schnitzeljagd organisieren. Autoschlüssel, Kreditkarte und so weiter, Schirm und Schuhe. Ich könnte Ihnen raten, fahren Sie nie überstürzt in die Stadt, sondern erst wenn 3, 4 Erledigungen zusammenzufassen sind. Ich könnte Ihnen raten, gestatten Sie keinen Verwandtenbesuch länger als 3 Tage. Ihnen hier an der Küste muss ich doch nicht sagen, dass Fisch und Besuch. Wie geht's weiter? Stinkt nach 3 Tagen. Ja. Und zu jedem meiner praktischen Ratschläge, zu jedem meiner wohlfeilen Tipps,
aus dem Alltag würde jede und jeder von Ihnen sagen, ja. Und was höre ich jetzt? Ein donnerndes Aber. Ja, Herr Malesser, Sie haben völlig recht. Aber wissen Sie, also bei uns, also nur bei uns, in Elmshorn, da geht das nicht. Und wissen Sie was? Bei Malessas geht das auch nicht. Und jetzt mal scharf nachdenken. Wenn es alle einsehen, alle wollen und bei keinem klappt's, was ist da los? Sie sind doch nicht überdurchschnittlich blöder als andere Menschen, oder? Wenn es alle einsehen, wenn es alle wollen und bei keinem klappt's, was ist dann los? Und da müssen wir jetzt eine Schippe tiefer graben, denn mutiger weglassen, weniger hetzen geht nicht so einfach, weil erstens im Stresssein das Selbstwertgefühl steigert. Die Fülle der Aufgaben und Pflichten, unter denen ich zwar laut stöhne, mit denen ich aber insgeheim ganz einverstanden bin, signalisiert nämlich allen, meiner Familie, meiner Verwandtschaft, meinem Freundeskreis, meinen Kollegen und der ganzen Stadt, ich bin wichtig. Im Stresssein steigert das Selbstwertgefühl. Langsamer leben, weniger wuseln geht nicht so einfach, weil zweitens im Stresssein die Bringschuld verringert. Bringschuld, die Summe der Erwartungen und Bitten anderer Menschen, die Wünsche und Hoffnungen, die sich auf mich richten, die will ich natürlich nicht enttäuschen, die will ich erfüllen, Menschenskind. Ich habe einen Ruf zu verlieren, ich habe Eltern, ich habe Kinder, ich habe Freunde und vor denen will ich gut dastehen. Im Übrigen bin ich weder ignorant noch faul, sondern ich möchte meine Bringschuld erfüllen, ich möchte Gegenleistung bringen. Ich verdanke ja auch Leuten was. Den Alltag entschleunigen, weniger leisten geht nicht so einfach, weil drittens im Stresssein den Tod vergessen lässt. Und das kommt Ihnen jetzt vielleicht komisch vor, aber meine Lebenszeit ist endlich. Meine Körper- und meine Geisteskraft nehmen ab. Eine Binsenwahrheit, aber nichts wird so heftig geleugnet. Da unterscheiden sich allerdings Männer und Frauen. Während Frauen jede neue Falte sensibel registrieren, dramatisch zur Kenntnis nehmen und heftig betrauern, glauben Männer, ich wurde von der Bertelsmann Stiftung gebeten, ein Buch zu schreiben über Leute, über Männer, die in Pension gehen, wo der Selbstwert bleibt, wenn der Status geht. Und da habe ich recherchiert und habe dann Leute vom Generaldirektor bis zum Pfandflaschensammler interviewt, um die 60. Und Institute an der Uni Bremen und Wien haben festgestellt, dass sich Männer ab 60 für 9 Jahre jünger halten, als sie sind. Und auch fühlen, was ja schön ist. Leider glauben sie auch, 9 Jahre jünger auszusehen. Der Witz dazu geht so, ein Patient kommt zu einem neuen Zahnarzt und im Wartezimmer schweift sein Blick an den Wänden entlang und der Name auf den Zertifikaten kommt ihm irgendwie bekannt vor. Hieß nicht so dieser schwarzgelockte, schlanke, super flinke kleine Junge aus unserer Parallelklasse, der so wahnsinnig gut Fußball spielen konnte. Er wird ins Behandlungszimmer gebeten, die Tür geht auf, ein glatzköpfiger, korpulenter, sich langsam bewegender Dentist betritt den Raum. Ah, nee, der ist es nicht. Nee, der kann das gar nicht sein. Der Zahnarzt nimmt die Patientenkarte und stutzt. Kann es sein, dass wir vor vielen Jahren mal zusammen auf dem Hölderlin-Gymnasium waren? Ja, sagt der Patient. Und welche Fächer haben Sie damals unterrichtet? Also, wir, verehrte Männer, sehen wirklich so alt aus, wie wir sind. Und es stimmt natürlich nicht, dass uns das nichts ausmacht. Ich weiß, dass der Sand durchs Stundenglas rieselt. Natürlich, jeder weiß, dass mein Leben endlich ist. Aber solange noch jeden Morgen eine To-Do-Liste neben meinem Frühstücksteller liegt, kann mich doch der Sensenmann nicht einfach unterbrechen. Jetzt lachen Sie, aber ich sage Ihnen, wir hatten im SWR Fernsehen, ich glaube bis 2010, viele Jahre lang eine Serie,
eine Dokumentationsreihe, die hieß Ein Tag mit oder Ein Tag bei, wo wir 3-4 Tage gedreht haben und zu einem Tag zusammengeschnitten mit On-Reporter, also ein Tag im Vatikan, ein Tag mit Kardinal Lehmann, mit Ratsvorsitzenden Huber, mit allen möglichen Promis habe ich das gemacht. Und viel interessanter als Tage mit Promis waren Tage mit Menschen, die sich engagieren. Und so hieß eine Sendung Ein Tag im Hospiz. Hospiz sind Häuser, wohin sich Menschen nach der Intensivstation verabschieden, wo nicht mehr kurativ, sondern nur noch palliativ behandelt wird. Durchschnittliche Verweildauer der Bewohner des Stuttgarter Hospiz 16 Tage. Und dann sterben die. Und darüber eine Fernsehreportage zu machen, ist journalistisch natürlich sehr herausfordernd, weil man nicht RTL-mäßig so einfach den Leuten zu nahe treten will, wo juristisch da Sensations... Ich bin kein Ansichtskartenverkäufer. Ich will nicht draufsichten, sondern ich möchte Ihnen, den Zuschauern, Innenansichten bieten. Ich möchte Ihnen Innenansichten dieser Menschen zeigen und habe mich also vorbereitet. Ich werde mit denen über Versöhnung, Vergebung, Familiengeschichte, über jüngstes Gericht, über Auferstehung, über Jesus Christus. Wissen Sie, worüber die mit mir reden wollten? Der Keller ist noch nicht geweißelt. Der Garten ist noch nicht winterfest. Mir hängt doch die Dachgaube Fensterkauf, die wollte ich selber installieren. Und spätestens hier, liebe Geschwister in Elmshorn, merken Sie, Stressbewältigung ist keine Frage der ergonomischen Anordnung Ihrer Einbauküche, sondern ist eine zutiefst spirituelle Frage. Eine geistliche Frage. Sie müssen sich nämlich 3 Fragen beantworten. Erstens, wer oder was garantiert und erhält meinen Selbstwert, von dem ich meinte, ihn durch Stress erhalten zu können? Zweitens, wer oder was reduziert meine Bringschuld? Und drittens, wer oder was qualifiziert meine verbleibende Lebenszeit, meine Restlaufzeit, von der ich nicht weiß, wie lang sie noch ist. Und ich würde gerne mal bei drittens anfangen und mich dann die 3 Punkte hocharbeiten. Der Regierungschef eines von ethnischen und religiösen Konflikten gebeutelten Landes, der hat 12 in Eifersüchteleien miteinander verstrittene Volksgruppen in seinem Staat. Dafür hat er aber sehr vitale und sehr potente Feinde an seinen Außengrenzen. Dieser arme Regierungschef beantwortet diese 3 Fragen nach Selbstwert, Bringschuld und Tod, Angst vorm Tod, beantwortet diese 3 Fragen mit einem dreigliedrigen Gebet. Und das geht so: Meine Zeit, Herr, steht in deinen Händen. Errette mich aus der Hand meiner Feinde und lass dein Angesicht leuchten über mir. Wer weiß, wer das gesagt hat? Ah, das Bibelkenntnis ist gut, Piet, deiner Gemeinde. König David 957 vor Christus, das ist nochmal wesentlich länger her als Bernhard von Clairvaux. Journalisten gucken immer aufs Verb, weil die Grundschüler dazu Tu-Wort sagen. Und ein Tu-Wort tut was für deinen Artikel, für deine Sendung. Das erste Tu-Wort in diesem Psalm, meine Zeit steht, muss ich sagen, tut mir leid, David, falsch, meine rast. Was soll das denn heißen? Zeit steht doch nie. Doch, sagt David. Und weißt du was? Lies doch noch mal was von mir. Psalm 139, Vers 13. Du sahst mich, betet David dort an Gott gegenüber, du sahst mich schon, ehe ich im Mutterleib bereitet wurde. An diesem nicht exakt datierbaren Moment, wo die Kaulquappe da durch die Hülle piekst, da sahst du mich schon. Nennen Sie mir, liebe Elmshornerinnen und Elmshorner, eine Religion, eine Ideologie, ein Gedankengebäude oder sonst ein Lebenskonzept auf der Welt, in dem mehr Bejahung, Zuwendung und Wertschätzung Ihrer Person ausgedrückt wird als in diesem Vers. Gott sah sie schon. Ich habe meine Eltern gefragt, muss so Oktober 54 gewesen sein. An einem Sonntagnachmittag und Gott sah Andreas Malessa.
Wer bejaht mich mehr? Wer hat eine größere Wertschätzung für mich als das? So, und da sagt David, meine Lebenszeit steht von diesem Moment der Zeugung in Gottes Händen. Gott hört aber auch schon die Lieder meiner Beerdigung. Meine Zeit steht bei Gott beschlossen fest. Ich bin also als Mensch lebenslang gehalten in seinen Händen und muss deshalb nicht ungehalten sein über die Kürze des Lebens. Überlegen Sie die Konsequenz dieses Satzes, meine Zeit steht in deinen Händen. Es heißt, jede Lebenszeit und jede Lebensphase ist von Gott gesegnete Lebenszeit. Das heißt, du musst dir keinen Tag deines Lebens verdienen, du musst dir keinen Tag erst verschaffen, erarbeiten, was für ein schönes Wort, muss ich mir erst erarbeiten? Nein, ist dir schon geschenkt. Und sagen Sie jetzt bloß nicht, mir wird auch nichts geschenkt. Dir wurde alles geschenkt. Meine Zeit steht in Gottes Händen, Psalm 31, 16. Nochmal, überlegen Sie die Konsequenzen. Es heißt, Sie sind genau richtig alt. Sie sind genau richtig alt. Alte Leute sagen manchmal zu mir, wissen Sie, Herr Malesa, zu meiner Zeit, da war das so. Da würde ich am liebsten zurückfragen, wieso ist heute nicht Ihre Zeit? Woher kommt diese Redeweise? Diese Redeweise kommt daher, dass uns Medien, Werbung, Kino, Fernsehen einreden. Eigentlich, ihr Lieben, solltet ihr alle so um die 28 sein. Und vor allem so aussehen. Schlank, topfit, braungebrannt, erholt, entspannt, super sexy. Und jetzt gehen Sie mal mittwochvormittags in ein Hallenbad. Ach, Sie wissen das schon. Und schauen Sie, wie sich die Rentner knechten, diesem Ideal irgendwie näher zu kommen. Ne? Ich sage immer, das Ungeheuer von Wellness erhebt wieder sein runzliges Haupt aus dem Wasser. Also, Psalm 31, nein, wirklich, Psalm 31. Und Sie wissen ja auch, waren Sie schon mal an einem FKK-Strand an der Nordsee? Dann wissen Sie, warum sich das Meer alle 6 Stunden zurückzieht. Also, Psalm dagegen hilft nur Psalm 31, Vers 16. Da sagt uns Gott in dem Gebet des David in seinem heiligen Wort, du darfst so alt sein, wie du bist. Es heißt nämlich am anderen Ende des Stranges, wenn sich ein Erwachsener zu einem 5-Jährigen runterbeugt, bei uns in Schwaben, na, was soll aus dir mal werden? Dann wünschte ich, die 5-Jährigen würden die Zunge rausstrecken und sagen, ich bin schon wer. Ich bin ein 5-Jähriger vollständiger Mensch. Und Kinder sind keine vorläufigen Menschen, wo wir irgendwie drauf warten, dass aus denen mal was wird. Nein, die sind von 0 bis 10 vollständig. Gut, jetzt ob Pubertätszeit, auch von Gott gesegnete Zeit ist das. Wollen wir mal. Aber selbst wenn Sie Eltern dieser Phase sind, darf ich Ihnen als jemand, der auch 2 Zicken großgezogen hat, sagen, auch in diesen Zeiten gilt, jede Lebensphase ist in Gottes Händen gehalten, also seid nicht ungehalten über die Phase, in der ihr gerade lebt. Und es bedeutet, Familienleben muss nicht, egal was uns Konsum, Werbung, Berufsleben etc. einreden, wie ein Boxenstopp der Formel 1 ablaufen. Immer schön schnell. Sondern es heißt, nicht die überhitzte Aufladung der Tage mit möglichst vielen Tätigkeiten sichert die Restlaufzeit meines Lebens, sondern das, was mir geschenkt wird, macht mein Leben wertvoll. Und jetzt überlegen Sie mal, was heute, am heutigen Tag oder in der kommenden Woche Sie nicht kaufen können, was Ihnen geschenkt wird, und registrieren Sie das. Ein Mann geht am Mittelmeerstrand im Urlaub und es entwickelt sich ein geradezu polynesisches Inferno von Sonnenuntergang. So ein irrsinniges Farbenspiel gibt es ganz selten. Was wird dieser Mann tun, wenn er diesen Sonnenuntergang sieht?
Er rennt ins Hotel. Er sucht das Smartphone. Er alarmiert seine Familie. Die fragen sich, sollten wir da nicht ein Video von machen, und suchen den Rekorder. Und jetzt merkt man, da müssen noch Batterien und dieses nicht aufgeladen und jenes nicht. Und was, wir machen Fotos, dann brauche ich noch ein Zweitbikini. Und jetzt geht die Familie an den Strand. Was ist da jetzt? Die Farbe von Waschbeton. Und als man im September 4 dunkle Gestalten vor grauem Himmel sieht, im Freundeskreis, das rumzeigt, da sagt man, da war ein wunderschöner Sonnen. Das kommt jetzt hier nicht so raus. Und dann sagen die Kinder, aber das kann man ja nachbearbeiten. Liebe Geschwister, das nennt man Mediengesellschaft. Herz leer, Speicher voll. Erlebt wurde nichts, gefühlt wurde nichts, aber ich habe 120 Bilder, die kann ich ja nachbearbeiten. Und da sagt Psalm 31, Vers 15, diese Zeit, mein Lieber, diese 18.30 Uhr irgendwo auf Sardinien, setz dich doch mal hin, vergrab die Füße im Sand, schau dir das 10 Minuten an und sage, lieber Gott, ist das hier schön. Und dann kommst du ins Hotel, heiter, entspannt, vielleicht gar ein wenig erotisiert, nimmst deine Frau in den Arm und sagst, Schatz, es war völlig richtig, hierher zu fahren. Meine Zeit steht in deinen Händen. Im Übrigen, es macht uns menschlich sympathischer, wenn wir uns einen Rest zweckfreie Kindlichkeit, das Leben im Augenblick erhalten. Ich habe mich immer gefragt, warum Frauen Hugh Grant attraktiver finden als zum Beispiel Sylvester Stallone. Der eine ist so ein verschusselter Junge und der andere ist halt eine Schrankwand. Bis mir meine Frau erklärt hat, so kleine Jungenhaftigkeiten machen euch attraktiver. Und ich habe sogar im Leben des David den Moment gefunden, als die Bundeslade, also das Symbol der Heiligkeit und Anwesenheit Gottes in sein Land nach Kriegswirren und Putsch und Gegenputsch zurückkommt und endlich Frieden einkehrt im Land und politische Stabilität. Da tanzt David aus Freude vor der Bundeslade her durch Jerusalem. Diese gewisse Jungenhaftigkeit sich zu erhalten und das zu schätzen, was es nicht zu kaufen gibt. Der Flug eines Schmetterlings, das Rauschen des Windes in den Birken. Wenn ein Dreijähriger auf sie zurennt und quietscht vor Freude, weil er sie sieht. Haben Sie das irgendwo gelernt im Managementseminar? Zweitens, ja, Herr Malesser, aber wenn ich so lebe, wird es nicht mehr von mir heißen, Müller hat die in ihn gesetzten Erwartungen zu vollster Zufriedenheit erfüllt. Dieser Superlativ im Arbeitszeugnis ist wichtig. Wenn da stand, Müller hat zwar schwach angefangen, aber im Laufe der Jahre dann doch stark nachgelassen, dann kann ich mich ja mit diesen Papieren nirgendwo mehr bewerben. Da muss stehen, hat die Erwartungen zu vollster Zufriedenheit erfüllt. Was ist mit der Bringschuld? Im Stresssein reduziert die Bringschuld. Freiräume sind die Belohnung fürs Freiräumen und Auszeiten gibt es nur, wenn man ausmistet. Und deswegen müssen Sie sich mal überlegen, was wollen wir lassen? Wo wollen wir Nein sagen? Das ist schwer. Tante Amalie würde es nicht überleben, wenn wir ihr dieses Jahr keinen selbstgebackenen Christstollen vorbeibringen am 4. Advent. Soll ich Ihnen was sagen? Man raunt im Hausflur, Tante Amalie mag gar keinen Christstollen. Sie hat sich's nur nicht getraut zu sagen. Und sie freut sich zwar über Besuch prinzipiell, aber speziell am 4. Advent würde sie lieber Hansi Hinterseers Wintershow sehen. Sie haben nur noch nicht offen drüber gesprochen. Und deswegen laufen alle Weihnachtsfeiern nach dem gleichen Muster ab. Unausgesprochene, erfüllte Erwartungen erfüllen, weil man sich nicht traut, auszusprechen, ist dies oder jenes noch nötig, sollten wir das oder sollten wir es nicht. Und dann heißt es Heiligabend bei meinen, erst Feiertag bei deinen Eltern, bla 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 bla. Und am 29. Dezember kommt der große Jahresendehekrach.
Wenn allzu viele Menschen sagen, wo kämen wir denn dahin, hat Lothar Zenetti mal gesagt, ein Pfarrer und Dichter, dann wird es Zeit, dass mal einer aufsteht und nachschaut, wo wir dahin kämen. Nochmal, ich rede nicht egozentrischer Verantwortungslosigkeit das Wort. Wenn Sie einen altersbedingt pflegebedürftigen Menschen in der Familie haben oder ein krankes Kind, oder dann kommen Sie aus dieser moralischen Bringschuld nicht raus, das ist schon klar. Ich rede nicht egozentrischer Ich-Bezogenheit das Wort. Ich würde aber sagen, prüfen Sie doch in Ihrer Familie mal, was sind unausgesprochene Anforderungen, die wir lassen könnten. Wie hieß der zweite Teil aus Psalm 31, Vers 16? Der erste hieß, meine Zeit steht in deinen Händen. Der zweite über die Bringschuld, wie hieß der zweite Halbsatz? Rette mich aus der Hand meiner Feinde. David konnte mit ausgestrecktem Zeigefinger an seinen außenpolitischen Grenzen entlang ausgesprochen unappetitliche Feinde benennen. Richtig an die Philister und die Edomiter und sonst noch wen. Und Sie können mir an den außenpolitischen Grenzen Ihres Lebens mit ausgestrecktem Zeigefinger wahrscheinlich auch eine Menge Feinde, Stressoren nämlich nennen. Herr Malesser, wenn Sie unsere Anteilseigner kennen würden, die GmbH-Teilhaber, wenn Sie meinen Abteilungsleiter kennen würden, den Chef, die Kundschaft, die Lieferanten, wenn Sie meine Frau kennenlernen würden. Aber anatomisch ist es, das finde ich ja ein Indiz für den Humor Gottes, anatomisch ist es nicht möglich, mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen, ohne dass drei Finger immer auf mich selber zeigen. Und deswegen unterstelle ich Ihnen hoffentlich nichts Böses, wenn ich sage, für jeden Außenstressor, den Sie mir aus Ihrem Leben nennen können und den es nicht wegzudiskutieren gilt, schon recht, den gibt es. Zu jedem außenpolitischen Stressor gibt es wahrscheinlich drei. Die stecken hier in ihrer Brust. Da sitzt der Pharao, der sie auf die Pyramide peitscht. Und der eine heißt zum Beispiel Perfektionismus. Der andere heißt gut dastehen wollen. Und der dritte Tyrann oder so ein Mephisto, wie wir ihn da eben sahen, der heißt ganz einfach Konkurrenz, Wettbewerb. Was? Bei Meyers gab es drei Gänge. Na warte, bei uns gibt es fünf Gänge. Auch dieses Rennen, schöne Grüße von Hase und Igel, ist nicht zu gewinnen. Sie können es nicht allen recht machen und Sie können es nicht jedes Mal besser machen. Ich kann es nicht allen recht machen, ich kann auch nicht allen gerecht werden. Den Satz habe ich schon mit geballter Faust in der Hosentasche gebrüllt im Ü-Wagen, wenn auf der Frankfurter Buchmesse oder Evangelischen Kirchentag irrsinniger Stress herrschte, Zeitdruck. Ich habe den Satz aber auch schon mit Kloß im Hals beinahe geweint, weil ich den drei wichtigsten Menschen meines Lebens nicht gerecht geworden war. Und Papa war wieder mal nicht da, als was Wichtiges im Leben der Mädchen passierte. Glauben Sie ernsthaft, Sie könnten allen gerecht werden, jetzt vor Weihnachten? Nein, was Sie machen können ist, sich gerecht sprechen lassen, sich rechtfertigen lassen. Wie das? Indem Sie sagen, für alle Vermuteten oder Tatsächlichen, für alle Unbewussten und Bewussten, Unzulänglichkeiten, Schwächen, Fehler und Versäumnisse. Schwächen, Fehler und Versäumnisse. Wir denken freikirchlich evangelikalen Umfeld bei Sünden manchmal an Tatsünden. Mama hat mir auf die Finger geklopft und gesagt, was hast du gemacht? Ich glaube, wir müssen auch an die Unterlassungssünden denken. Und Mama müsste nochmal auf die Finger hauen und sagen, was hast du nicht gemacht? In Matthäus 25, dem Gleichnis vom großen Endgericht, redet Jesus genau über das, was wir nicht gemacht haben. Wie kann ich mich rechtfertigen lassen, indem ich für alle vermuteten oder tatsächlichen, bewussten oder unbewussten Unzulänglichkeiten die Kompensation, die Tilgung, die Vergebung in Anspruch nehme, die Jesus geschaffen hat? Am Kreuz, huch, sagen Sie jetzt, wo kommt der denn plötzlich her? Historisch haben Sie mit der Kreuzigung Jesu nichts zu tun. Sind viele gekreuzigt worden, müsste uns nicht interessieren. In dem Moment aber, wo der Schöpfer,
der sie vom Akt der Zeugung an bejaht und bis zum letzten Schnaufer in seinen Händen hält, wo dieser liebende Gott sagt, wer sich auf den Tod dieses einen beruft wie auf einen Rechtstitel, dem habe ich das halbvolle Glas ganz voll gemacht. Das für dich Unerfüllbare ist bereits erfüllt. Das heißt, das Sterben Jesu Christi soll gelten für alles, was ich nicht geschafft habe. Indem ich, wie macht man das ganz praktisch, indem ich mein Versagen, mein zu kurz gekommen, mein Ungenügen bekenne. Das fällt uns manchmal schwerer, manchmal leichter. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph und Theologe, hat gesagt, ich schaue in den Spiegel und der Mensch, der ich bin, grüßt schmerzhaft den, der ich sein könnte. Also der Zwischenraum zwischen Ich-Realität und Ich-Ideal. Indem ich das bereue und bekenne und gleichzeitig weiß, nur Christus macht mich vor Gott gerecht und übrigens auch vor den anderen gerecht. Ich darf dann aufrechten Ganges sagen, ja, ich war nicht der beste Vater, ich bin nicht der beste Ehemann. Ja, auch dieses Jahr Weihnachten haben wir wieder Menschen enttäuschen müssen und vieles nicht geschafft. Aber auch dafür hat Christus bezahlt. Und wenn Sie jetzt sagen, dieses kommt mir aber ein bisschen zerknirscht vor oder frömmlerisch, nein, das schafft ein ganz wunderbares Selbstbewusstsein, sagen zu können mit Martin Luther, simul justus et peccator, ich bin gleichzeitig verurteilt und gerecht gesprochen, ich weiß um mein Unvermögen, aber ich berufe mich auf das Vermögen, das Jesus geschaffen hat. Das ja gut, ermöglicht Ihnen, also ich sage Ihnen ein Beispiel, wir wohnen auf einem kleinen schwäbischen Dorf in einer Ringstraße, wo lauter so kleine Eigenheime stehen und praktisch begabten Schwaben, den treibt es an jedem trockenen Wochenende auf sein Haus oder um sein Haus herum. Also es muss immer etwas gemacht werden. Die sind ja sehr fleißig. Also da werden samstagmorgens um 7 wird die Flex angeschmissen und dann werden irgendwelche Bankbeine abgesägt oder es werden Carports gefliest und Windfänge errichtet und Gaubenfenster. Es ist unfassbar. Also Rasenmähen, das zählt bei uns schon gar nicht. Das ist ja... Nein, nein, es geht richtig um Baumaßnahmen. Wenn ich bin vollkommen unpraktisch, habe zwei linke Hände. Wenn ich samstags zu Hause bin, dann schlafen wir aus. Und so gegen 9:30 gehe ich mit kleinen Äuglein zur Tanke, hole die Zeit und die Brötchen, muss aber durch diese Straße wieder zurück. Können Sie mir folgen? Erkennen Sie das Problem? Ja, gehen Sie mal durch das Spalier der Superfleißigen. Ich habe wirklich mal hinter mir gehört, die arme Frau. So, würde ich mich dem Erwartungsdruck beugen, auch ich wäre am Samstag fleißig, dann hätte ich keinen freien Samstag. Den freien Samstag gibt es nur zu dem Preis, dass ich aufrechten Ganges durch das Spalier der Fleißigen schreite und sage, morgen, morgen geht's denn? Ja, schön, schön. Dieses Selbstbewusstsein schafft, träumst du auch von, wa? Schafft erst Christus. Bleibt noch, was war erstens, im Stresssein steigert das Selbstwertgefühl. Wie hieß der dritte Satz im Psalm 1 und dritte Satzteil im Psalm 31, 16? Der erste war, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist der Satz gegen die Angst vor der Kürze des Lebens. Der zweite hieß, rette mich aus der Hand meiner Feinde, die möglicherweise auch hier drin sitzen. Ich will mich auf dich und deinen Tod rechtfertigen lassen. Der dritte Satz hieß, lass dein Angesicht leuchten über mir. Warum sollte Gott leuchtende Augen kriegen, wenn er sie sieht? Ja, ganz einfach, weil sie sein Ebenbild sind. Wir sind Gottes Ebenbilder. Das heißt, jeder Mensch, auch der nicht leistungsfähige, ist Gottes Ebenbild und daher bezieht er seine Menschenwürde und sein Lebensrecht und sein Menschenrecht. Und deswegen können Christen natürlich gar nicht Rassisten, Sexisten oder Nationalisten sein. Und jetzt muss man natürlich sagen, ja, bloß
Es ist schwer geworden, in unserer Zeit sein Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Das liegt an den Demütigungspotenzialen der Moderne. Was sind das? Ich sage nur das Stichwort, wissen Sie noch die Gebrauchsanweisung für Ihren VHS-Rekorder, als die aufkam? Vor Jahren, ne? Und es hieß, man kann im Urlaub Filme programmieren. Da haben unsere Freunde schon mal irrtümlich die Einschulung ihres Sohnes mit einem Tatort überspielt, ne? Und dann kam IKEA-Einbaumöbel, ne? Und wenn Sie dann mal die Abende und die Samstage, die Sie damit verbracht haben, mit der IKEA-Einbauküche, mit dem Stundenlohn eines professionellen Möbelmonteurs vergleichen, wissen Sie, so billig war die jetzt auch wieder nicht. Dann kam Online-Banking, dann kam Züge und Flüge selber buchen. Das heißt, Großkonzerne sparen Mitarbeiterlöhne und Geld auf Kosten der Kundschaft und sagen, mach doch alles selber und reden uns ein, das sei auch noch billiger. 58 Stunden verbringt der Deutsche durchschnittlich bei der Planung seines Urlaubs vorm Computer. 58 Stunden. Dabei sitzt Papa dann vor dem Laptop, er tut was für die Familie, ja, er spielt aber nicht mit den kleinen Kindern auf dem Teppich. Und dann klickt er und klickt er und klickt er und wenn er sich zum Schluss entschieden hat und hat auf jetzt buchen oder jetzt kaufen gedrückt, obwohl er bei Sonnenklar TV noch 5 Millionen Schnäppchen hätte prüfen müssen, und dann sitzt er im Flieger neben einer Frau, die sagt, das hatten wir für 150 Euro billiger, dann kommt er schon verärgert im Urlaub an. Oder Sie haben Freunde und Sie gehen an Ihre... Früher haben Sie einfach einen Filterhalter mit etwas Papier und da haben Sie Pulver reingeschüttet, heiß Wasser drauf und dann gluckerte innerhalb von 3 Minuten eine leckere Tasse Kaffee in die Tasse. Heute, Ihre Freunde sagen, gibt es noch was zu trinken nach dem Essen, ein Käffchen. Treten Sie vor Ihre Kaffeemaschine und im Display leuchtet die Schrift Vorbrüharoma konfigurieren. Und jetzt lesen Sie im Manual, wie das geht. Und als Sie das gemacht haben, kommt im Display Entkalken. Und bis Sie das gemacht haben, sind Ihre Gäste gegenüber an der Tanke und haben sich den Kaffee selber geholt. Das sind ja Demütigungspotenziale der Moderne, weil wir mit Maschinen umgeben sind, die nach dem Prinzip Banane gebaut wurden. Nämlich, das Produkt reift erst beim Kunden. Ne? Software zum Beispiel. Und das Demütigende daran ist ja, früher, wenn der Schuhmacher unten in seinem Suttering-Keller irgendwie ein Nägelchen daneben gekloppt hat, hat das keiner gemerkt. Heute, wenn Sie einen Fehler machen, schauen alle währenddessen zu. Denn der ultimative Angriff auf die Menschenwürde war doch die Erfindung des Fahrscheinautomaten am Bahnhof, oder? Haben Sie schon mal versucht, mit einem Schüler, einem Behinderten und einem Rentner als Gruppe irgendwo hinzufahren? Ja, versuchen Sie das mal. Ich habe mal eine vornehme ältere Dame in so einem Wildleder, in so einem kamelfarbenen, so Karamell-Wildledermantel mit Pelzbesatz, die sah nun wirklich sehr distinguiert aus, die Dame, habe ich beobachtet, wie sie mit einem Stockschirm auf den Fahrkartenautomaten. Und ich sage Ihnen, ich habe sie gut verstanden. So, wenn Sie also das nächste Mal von den Demütigungspotenzialen der Moderne gebeutelt irgendwo stehen und alle schauen zu, dass Sie es wieder mal nicht raffen, dann atmen Sie tief ein und sagen, Psalm 31, Vers 16, lass dein Angesicht leuchten über mir. Dann sagen zwar die Teenager hinter Ihnen, jetzt ist die Alte ganz durchgeknallt, aber es könnte Sie vor einem Herzinfarkt oder auch einer Magengeschwür bewahren. Im Stresssein steigert das Selbstwertgefühl? Nein. Mein liebender Vater im Himmel, dessen Ebenbild ich bin, steigert und garantiert mein Selbstwertgefühl. Christus am Kreuz reduziert meine Bringschuld. Und dass ich gehalten bin in Gottes Händen, nimmt mir die Angst vor der Kürze des Lebens. Und wenn Sie jetzt zum Schluss sagen, ach Herr Malesser, da soll ich also morgen zu meinem Abteilungsleiter gehen und sagen, wissen Sie was, mein Selbstwertgefühl ist durch die Gottebenbildlichkeit garantiert, meine Bringschuld hat Christus bezahlt, Angst vorm Tod habe ich auch nicht mehr, machen Sie doch Ihre Ausschreibung, mit wem Sie wollen. Was wird der Chef dann sagen? Nein, nein, das ist raus. Heute brüllt doch kein Chef mehr raus. Die waren doch alle auf dem Kurs für gewaltfreie Kommunikation. Der Chef sagt, Müller,
Wie lange sind Sie eigentlich schon bei uns? Morgen mal nicht mitgerechnet. So, also das. Sie sagen, Mensch, das geht doch nicht. Was geht denn? Ganz praktisch, was geht morgen? Morgen geht, dass Sie, wenn das Betriebsklima durch Sie gut ist, wenn Sie nicht als Dünnbrettbohrer und Krankmacher und sonst was bekannt sind, sondern als ein aktiver Mitarbeiter, könnte auch Ihr Abteilungsleiter, könnte auch Ihre Familie, könnte auch die weitere Verwandtschaft mit Ihren Erwartungen ans Weihnachtsfest offen sein für den Gedanken, weil Bernd schon die D-Mark-Scheine erwähnt hat, als es die noch gab, hat Management-Trainer Seiwert in einem Seminar diese in ein Netz gehängt unter der Decke und hat gesagt, das Geld gehört mir. Ich ziehe jetzt an dem Netz, wenn es auf den Boden gefallen ist, gehört es wieder mir. Solange es schwebt, dürfen Sie sich nehmen, so viel Sie wollen. Prinzip verstanden? Auf die Plätze, fertig, ratsch. Und es regnete blaue D-Mark-Scheine. Und die Probanden des Seminars sind gesprungen und haben einander umgerempelt. Und die Damen auf den High Heels sind auf dem Parkett ausgerutscht und ein Mann hat sich einen Handwurzelbruch zugezogen. Und nur wenige erkannten, dass es Hunderter und Zehner waren. Und dass es viel sinnvoller ist, in aller Ruhe konzentriert zweimal einen Hunderter zu greifen, als 18 Mal zu springen. Könnte es also sein, dass auch in Ihrem Umfeld eine Offenheit für diesen Gedanken herrscht? Lassen Sie uns dieses Jahr Weihnachten und nächstes Jahr 18 zweimal einen Hunderter greifen, möglicherweise sogar einen, den Gott uns schenkt, statt 20 Mal zu springen. Wie kannst du voll und ganz Mensch sein, wenn du dich selber verloren hast, lieber Bruder Eugen? Damit deine Menschlichkeit nicht nur erhalten, sondern vollkommen werden kann, dürfen nicht nur alle Menschen und Aufgaben ein Recht auf dich haben, habe auch du ein Recht auf dich. Und ich möchte gerne hinzufügen, eine Rechtfertigung hast du nämlich bereits durch Christus. Denn wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Ich sage nicht, tue das immer und lasse alles. Ich sage, tue das öfter und lasse mehr. Zisterzienserabtei zu Cluny, dein Beichtvater Bernhard. Vielen Dank fürs lange Zuhören.